In den Straßen von Kassel tummeln sich tausende Menschen. 10 Tage lang heißt es hier Spaß und Abwechslung. Der Hessentag 2013 ist eröffnet. Neben Kirmesbuden und Riesenrad sorgt auch die evangelische Kirche für Unterhaltung. Während in der Martinskirche Konzerte oder Großveranstaltungen angeboten werden, hat die Karlskirche das Gewand einer Zukunftskirche angezogen. Das Thema Zukunft haben die beiden Landeskirchen bewusst gewählt. Es wird Regionen in Hessen geben, in denen es einen unglaublichen Wegzug in den nächsten Jahren geben wird. Er ist jetzt schon im Gang. Und da die Frage zu stellen, was heißt das eigentlich? Ländliche Regionen lebenswert erhalten und gestalten. Das ist eine riesige Aufgabe und da wollen wir gemeinsam als Kirchen unterwegs sein. In der Zukunftskirche gehen die Zuschauer auf eine Reise mit Licht- und Toninstallationen. Die Reise führt durch Schicksale zufällig ausgewählter Menschen und verbindet sie mit dem Psalm 23. Vor dieser Kulisse finden die Besucher einen puristischen Ort der Ruhe. Die Idee ist interessant gewesen, fand ich. Also Menschen hier in der Fußgängerzone anzusprechen und nach ihrem Lebenshintergrund zu fragen. Bisher auf den Hessentagen hat man so pompöse evangelische Kirchen zum Beispiel gesehen, Rosenkirchen oder so etwas. Ja, und das war etwas Beruhigendes jetzt hier. Ich habe gerade zu einer Kollegin gesagt, wenn, dann bevorzuge ich doch eine Kirche so im ursprünglichen Sinne, klassisch, ja. Das ist für mich dann doch etwas zu modern. Ich wollte jetzt eine kurze Pause mal haben und es ist ganz pur in der Kirche und man kann sich gut zentrieren. Die Kirche ist täglich zwischen 10 und 24 Uhr geöffnet. Der Hessentag endet am Sonntag, den 23. Juni. Zu den mehr als 1000 Veranstaltungen in Kassel werden rund 1,5 Millionen Besucher erwartet.